Fritz Karl und Cem Cook gleich in der Harald Schmidt Show. Charlotte und Ben. Mein heutiger Gast ist ein großartiger Schauspieler, preisgekrönt, zählt zu den meistbeschäftigsten in unserem schönen Mediengeschäft und demnächst im Kino zu sehen mit einer zeitgemäßen Version. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man sich das vorzustellen hat, der Erfolgsoperette Das Weiße Rössl. Herzlich willkommen, Fritz Karl. Ich bin wirklich ein Riesenfan des Weißen Rössl. Ja? Und da sind mindestens 6, 7 todsichere Nummern drin, ja, wie man sagt. Und bin natürlich aufgewachsen zusammen auf der Couch mit Mutter Alexander und Oma, oder? Peter Alexander, in der Rolle, die Sie spielen. Ja. Das ist der Kellner Leopold. Genau. Aber es ist ein bisschen anders. Wir erzählen zwar eine ähnliche Geschichte, ja, aber wir machen nicht 1:1 Peter Alexander. Da würde man scheitern. Ja, es ist keine Kinoversion der Operette. Es ist eine Art Kinoversion der Operette. Ja. Es gibt ja, glaube ich, 5 Verfilmungen. Ja. Also von Juppi Hesters angefangen bis Cavallo Blanco, eine italienische. Und was wir erzählen, das beginnt in Berlin in der heutigen Zeit mit einer jungen Frau, das spielt die Diana Anft, die von ihrem Vater Armin Rohde sozusagen ins Salzkammergut zum Urlaub entführt wird. Und wir erzählen ein Paralleluniversum. Dort wird gesungen, getanzt, dort gibt es Kitsch, dort gibt es Romantik, dort gibt es unglückliche Liebe, dort gibt es einen Bösewicht, alles dieses ganze Paket. Aber das heißt, die Songs kommen noch vor? Die Songs kommen vor. Ich singe aber nur zum Beispiel einen Song, während Peter Alexander zuschaut. Na, das ist der berühmteste. Ja, aber zuschauen kann ich nicht. Zuschauen kann ich nicht. Ja, genau. Ja. Ich komme ja auch daher aus dem Salzkammergut, das ist sehr, sehr kitschig dort. Ja, aber gibt's einen Kitsch? Es ist doch eine wunderschöne Landschaft, oder? Ja, aber es ist schon so schön, dass es kitschig ist. Es gibt halt keinen Baum, der nicht besungen ist in der Ecke, oder? Genau, und auch keinen Berg. Es gibt sich auch im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein. Ja, ist das, kommt auch vor. Das kommt auch vor, das kommt ihm vor. Ja. Das kommt aber eben. Alle diese großen Hits, die man kennt aus Österreich, oder ja, warum die deutschen Touristen in den 60er, 70er Jahren nach Österreich gepilgert sind und sich dort die goldene oder diamantene Tourismusnadel verdient haben. Das goldene Hüttenabzeichen. Das goldene 14 Hüttenabzeichen. 14 Hütten in 3 Wochen. Ja. Die sind ja 20 Jahre lang immer in dieselbe Pension und immer zum selben Wiener Schnitzel. Zum Beispiel unser früher Kanzler. Ja, genau, Wolfgangsee. Ja, ja, ja. Und auch der deutsche Film hat ja lange Zeit von dieser Landschaft gelebt. Da war kam dann so ein Auto, das war eine Tochter, ist aber groß geworden, hat schon das Frühstück bereitet und so, ja. Dann stieg irgendwie so Theo Linge aus und Kurt Meisel war der Wirt. Die Schauspieler haben ja damals zu der Zeit, glaube ich, 3 oder 4 Filme gleichzeitig im Salzkammergut gedreht. Das heißt, sie haben am Vormittag am Wolfgangsee gedreht, ja. Am Nachmittag am Attersee und am Abend in Salzburg. Ja, das ist doch fantastisch. Unglaublich. Oder? Aber Sie haben das große Glück, dass man Sie nicht sozusagen festlegt, rollenmäßig. Sie spielen eigentlich, es sind jetzt oft, kann man sagen, kaputte Typ oder Menschen, gestrandete. Dankeschön. Oder empfinde ich das falsch? Nein, es sind ja gebrochene. Dankeschön. Gebrochene Charaktere. Gebrochene Charaktere, ja. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Rolle auch im ZDF. Mhm. Ja? Da haben wir, glaube ich, gar keine Ausschau, aber wir haben ein Foto, ja? Was spielen Sie da, einen Drogensüchtigen? Nein, ich spiele einen Polizisten. Ach so. Aber ich meine, einen drogensüchtigen Polizisten, ja. Habe ich gestern einen heroinsüchtigen Polizisten, ja, der ZDF war da sehr, sehr mutig, so etwas zu machen. Ist eine Romanverfilmung, heißt Unter Feinden. Aha, von wem ist der Roman? Gottwald. Verstehe, sagt mir nichts, aber ja, das liegt an mir. Ich habe nämlich gestern Abend reingeschaut, Lisa Loch oder wie das heißt, die Frauenrollen heißen, also Ferres als Polizeiseelsorgerin. Es heißt nicht Lisa Loch, Frech Forsch oder Laura Frech oder so. Frech Forsch, Lisa Loch, verstehe. Und die Ferres guckte immer so ganz, wie so eben Polizeiseelsorger guckt, immer so und sagte dann einfach so, wer sich erhöht, wird erniedrigt, wer sich erniedrigt, wird erhöht. Zu so einem Mörder.
Ja, und der packte sie dann. Ja, aber, wer war der Kollege, der arme Kollege? Der großartige Schauspieler Norman Hacker. Ah, der ist sehr gut, ja. Ja, das war fantastisch. Den ich auch schon auf der Bühne wahnsinnig lustig gesehen habe. Aber da war er ein Böser. Aber er war nicht der ganz Böse. Der Böse war der scheinbar Harmlose, was man aber wusste nach 5 Minuten Beginn. Ja, und wer war das? Leider ist mir der Name entfallen, aber auch ein Kollege, den ich sehr, sehr oft sehe. Lisa Loch, muss ich mir merken. Nein, es hieß nicht Lisa, es ist frech oder feucht oder irgendwie so hieß die Kombination. Nein, die Kommissarin. Das wird immer besser. Weil es sind immer Rosa Rot, Bella Block, das sind ja immer so kombinierte Namen. Das kommt im Weißen Rössel nicht vor, aber es kommen so Winkeladvokaten, diese alten Wörter. Die kommen schon vor. Ja, es wird gepflegt gesprochen. Wie geht es gesundheitlich? Ich habe gehört, es wurde mal ein Wunderheiler mit der Flöte in Anspruch genommen, der positive Energie reinflöten sollte. Ich hatte jetzt eine blöde Geschichte, wie man in Österreich sagt. Ja, bitte. Eine blöde Geschichte, also ich bin stehend eine Wasserrutsche hinuntergerutscht. Nüchtern? Nein, besoffen. Ja. Ja. Von was? Vom Alkohol. Ja. Vom Wein. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja, eigentlich macht man das ja, wenn man so 20 oder 15 oder 16 ist. Also ich habe das mit über 30 gemacht. Ja, kein gutes Vorbild für meine Kinder. Und auf jeden Fall merkte ich das aber erst 2-3 Jahre später, dass mir sozusagen der Hals fast abgebrochen ist. Und man sagte, man sollte das operieren oder neue Bandscheiben einsetzen. Daran habe ich nicht geglaubt und ging dann zu Wunderheilern. Zum Beispiel einem Chinesen, der mir Flöte zugeflötet hat, also Töne mit der Flöte, um mir sogar Energie zu flöten. Und ich habe gesagt, aber nächste Woche kann ich kommen. Darauf sagt er, no problem, you can make it with a telephone, you play. Aber es gab auch Schamanen, das ist auch sehr interessant. Ja. Ich war bei einer Schamanin aus Bad Aussee. Ja, fantastisch. Hat er nicht Brandau ein Haus? Ja, genau, aber Grüße bitte. Vermutet er es auch bei dieser Schamanin. Also, oder ist es? Oder war es? Ist er so vielseitig? Ja, und die Schamanin machte was? Die Schamanin, ich lag da auf einem Katafalk aus Stein. Ja? Nein. Ja. Ich lag da 2 Stunden und die hüpfte rund um mich und mit so Geräusch so. Das dauerte 2 Stunden, war unglaublich. Nach 2 Stunden sagte sie, Sie sind jetzt geheilt. Ja. Gehen Sie nach Hause und einmal in der Woche ziehen Sie sich in Gedanken ein rotes Mäntelchen an, das innen blau ist. Dann geht es wieder weg. Und es hat funktioniert. Ja, es ist wahnsinnig teuer. Ja. Hat es geholfen? Nein. Diese Berufe sind natürlich relativ weich im Profil, ja? Schaman, es ist so, man hört von sehr vielen, die sozusagen jetzt sagen wir mal als Winkeladvokatin gescheitert sind. Ich mache jetzt eine Ausbildung als Yogalehrerin. Das ist gut. Ist ein aktueller Warnzeichen, finde ich. Oder so Pilates. Ja, Pilates. Also, ich meine, das ist was ganz Tolles. Aber es gibt ein ganzes Prana-Healing. Das ist toll. Prana-Healing ist unglaublich. Hatte ich bei einer Hausfrau aus Niederösterreich. Ja, und was ist das? Da greift ihm in so einen Kübel Wasser hinein, steht dann vor einem und so, da müssen wir jetzt die Chakren putzen. Völlig verrückt. Und aber sticht dann mit einem Rosenquarz, den sie auch ins Wasser hält, immer so symbolisch auf einen ein. Ja, aber sensationell. Aber da tun sich ein völlig... Kostet 250 Euro. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Es war die Veranstaltung wert. Ja. Ja. Aber da tun sich ja völlig neue Themen und völlig neue... Untiefen. Neue Sendungen eigentlich auf. Ja, das ist ja eine gute Idee. Ja. Auch während Dreharbeiten, wenn man abends verspannt vom Dreh kommt oder so. Schamanen, Pilates. Aber das mit dem Klatschen ist gut, nicht? Das lockert, das ist gut. Ja, es ist wirklich, ich glaube, es ist eine Frage der Überzeugung oder so. Also normalerweise zahlen die Leute 3.000 Euro am Wochenende dafür, dass sie angeschrien werden, du Loser, du Niete. Und so, jetzt fühle ich mich frei. Ja, 3.000 Euro. Ich habe mich sehr gefreut. Schönen Gruß an die Frau Elena Ulich, die auch wieder eine neue Serie macht. Ihr seid beide im Geschäft, ist ein Wahnsinn. Ja, es läuft. Und das Weiße Rössel ist im Kino. Der andere Film ist im ZDF. Und dann gibt es einen dritten. Ja, der ist ja in der ARD. Der ist in der ARD. Wenn einer im Geschäft ist, ist es Fritz Karl. Zu Recht, meine Damen. Habe ich sehr gefreut. Bleiben Sie hier, wir machen Musik. Toll, toll, toll. Ja.